Hallo, danke für die Einladung und danke, dass ihr das alles auf die Beine gestellt habt. Ich bin Jannis. Ich bin Roman. Genau, und wir sind beide Teil von Kotti & Co. Engagieren uns hier in dieser Siedlung, die ungefähr 1000 Wohnungen umfasst am südlichen Cottbusser Tor. Kotti & Co. gibt es jetzt seit 2011 und seitdem fordern wir eigentlich schon die Rekommunalisierung dieser drei Blöcke, die früher alle im Besitz der GSW waren. Und es geht uns eigentlich auch um alle Bestände von der GSW, also nicht nur um diese 1000 Wohnungen hier am südlichen Cottbusser Tor. Dabei haben wir bereits Erfolge vorzuweisen. Wir haben es beispielsweise geschafft, dass es bei diesen Blöcken und weiteren 35.000 Wohnungen seit 2012 einen Mieterhöhungsstopp im sozialen Wohnungsbau gibt. Und seit 2016 gilt dieser bei allen 100.000 Sozialwohnungen in Berlin. 2015 haben wir den Mietenvolksentscheid mit anderen zusammen angeschoben, um die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften sozialer auszurichten und um die Lage der Sozialmieterinnen zu verbessern. Außerdem haben wir es hier am Kotti gemeinsam geschafft, dass das neue Kreuzberger Zentrum nicht von dem Immobilienhai Padovic gekauft wurde, sondern von der städtischen GEWOBAG, und haben dabei mitgeholfen, die Kooperationsvereinbarung zwischen dem Mieterrat, NKZ und der GEWOBAG zu verhandeln. Denn innerhalb der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften braucht es auch viel mehr Rechte für Mieterinnen. Seitdem gibt es eine enge Kooperation zwischen den kämpfenden Mieterinnen am Nordkotti und den kämpfenden Mieterinnen am Südkotti. In unserem Alltagsleben und Alltagskämpfen gegen die deutsche Wohnen haben wir es mit auf der einen Seite viel zu hohen Betriebskosten und auf der anderen Seite mit mangelnder Instandhaltung, kaputten Heizungen, kaputten Fahrstühlen und ausfallendem Warmwasser zu tun. Wie kann das sein? Ein so großes, profitorientiertes Unternehmen hat eine eigene Maschinerie und vielfältige Möglichkeiten, aus den Häusern Gewinne zu generieren. Wir haben es hier auf der Bewirtschaftungsseite mit zig verschiedenen Unternehmen zu tun, die von der Deutsche Wohnen für bestimmte Dienstleistungen in unseren Häusern beauftragt werden. Zum Teil handelt es sich dabei um sogenanntes Insourcing. Das heißt, die Kapitaleigentümer der formal eigenständigen Unternehmen sind die gleichen. Da kann es auch schon mal passieren, dass Aufträge auf der einen Seite super teuer ausgeschrieben sind, was sich dann massiv auf unsere Betriebskosten auswirkt, und auf der anderen Seite nur mangelhaft ausgeführt werden, weil die Ressourcen nicht zur Verfügung stehen. Worauf möchten wir dabei hinaus? Gerade bei solchen Playern und Geschäftsstrategien, wie wir sie bei der Deutsche Wohnen vorfinden, geht es auch darum, die Arbeiten, die in und um unsere Häuser benötigt werden, damit die Nachbarinnen eben nicht im Winter bei McFit duschen müssen. Kein Witz, das ist wirklich passiert. Dass wir das auch bei unseren Organisierungsanstrengungen in den Blick fassen. Dort müssen gute und sichere Arbeitsbedingungen herrschen. Eben die Löhne hoch und die Mieten runter. Und auch das werden wir uns erst erkämpfen müssen. Und apropos Abwendungsvereinbarung. Damals, als die GSW privatisiert wurde, hieß es von Senatsseite dazu wortgetreu: Es wird weiterhin breiten Schichten der Bevölkerung preiswerter Wohnraum zur Verfügung gestellt und unter anderem kinderreichen Familien, schwerbehinderten, älteren Menschen. Schöne Absicht. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Erst recht, wenn wir den Blick auf etwas längere Zeiträume werfen. Unsere Häuser in diesen Blöcken werden in den 2020er Jahren zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgrund des maroden Systems des sozialen Wohnungsbaus aus den Sozialbindungen fallen und in den freien Wohnungsmarkt entlassen. Um das verständlich zu machen, vielleicht noch ein, zwei Worte zum sozialen Wohnungsbau. Der soziale Wohnungsbau stellt in den Städten und Siedlungen in Deutschland zeitlich befristet Wohnungen zur Verfügung, die für Menschen mit geringen Einkommen und Ressourcen gedacht sind. Das trifft auf über 50% der Berliner Bevölkerung zu, die Anrecht auf einen Wohnberechtigungsschein WBS haben. Dabei wurde dieses Programm vor allem zur Eigentums- und Investitionsförderung betrieben. Den privaten Investoren wurde eine Kostenmiete zugesichert, die sich aus den für den Bau benötigten Kapitalkosten und den Bewirtschaftungskosten zusammensetzt, die am Kotti horrende 13 Euro pro Quadratmeter beträgt. Gleichzeitig sollten die Einziehenden nur eine Sozialmiete zahlen, die deutlich niedriger ist und vom Staat festgelegt wird.
Um das realisieren zu können, hat der Staat die Differenz zwischen Kostenmiete und Sozialmiete ausgeglichen. Großes Problem Nummer eins dabei ist, dass der Anteil, den Mieterinnen von der Kostenmiete zu zahlen haben, im sozialen Wohnungsbau jedes Jahr steigt, damit der Staat seine Subventionen senken kann. Großes Problem Nummer zwei ist, dass wenn Eigentümerinnen der Sozialwohnungen ihre Darlehen zurückzahlen, diese nach einer Nachbindungsfrist von 12 Jahren in den freien Wohnungsmarkt übergehen und ihren Status als Sozialwohnungen verlieren. Nicht nur am Kotti, sondern berlinweit hat die Deutsche Wohnen in den von ihr bewirtschafteten Beständen des sozialen Wohnungsbaus Darlehen frühzeitig abbezahlt. Die Möglichkeiten des Gesetzgebers, dann noch regulierend auf die Mietentwicklung Einfluss zu nehmen, sind sehr begrenzt. Das heißt, wir als Nachbarschaft des Südkotti stehen mit dem Rücken an der Wand. Deshalb steht unsere nachbarschaftliche Organisierung im Herzen unserer aktuellen Strategie und Praxis. Wir machen Tür-zu-Tür-Aktionen, unterstützen die Etablierung von WhatsApp- und Telegram-Gruppen in den Häusern. Wir skandalisieren über Pressemitteilungen die unzumutbaren Zustände in unseren Häusern und versuchen Wege für kollektive Mängelanzeigen und Mietminderungskampagnen zu finden. Darüber hinaus gibt es bereits seit 7 Jahren die kostenfreie Mietrechts- und Sozialberatung im Getsche Kondu und wir haben mit Kotti Info unsere eigene Zeitung für den nachbarschaftlichen Austausch und zur Informationsvermittlung geschaffen. So oder so, wir bereiten uns vor. Sollten unsere Häuser tatsächlich doch endlich mal rekommunalisiert werden, dann haben wir bereits die Basis für starke Vertretungsstrukturen vor Ort. Falls dies nicht der Fall sein sollte, werden wir unsere Aktionsstrukturen weiter ausbauen, um perspektivisch Häuserräte zu etablieren. Wir sind solidarisch mit allen kämpfenden Mieterinnen und freuen uns, was dort gerade alles an Aktivitäten passiert. Und es ist gut, wenn Häuser es schaffen, über das Vorkaufsrecht in kommunale oder genossenschaftliche Strukturen überführt zu werden. Doch es ist auch klar, dass dieses Instrument aufgrund fehlender Gelder und fehlendem Willen auf Seiten der Senatspolitik nicht für alle von Verdrängung Bedrohten in dieser Stadt zur Anwendung kommen wird. Das heißt, wir brauchen auch Lösungen, die in anderen Größenordnungen, wie bei uns am Cottbusser Tor oder auch bei so großen Siedlungen wie dem Falkenhagener Feld in Spandau funktionieren, um nur zwei Beispiele zu nennen. Es geht um die ganze Stadt. Am liebsten würden wir doch alle solche Unternehmen wie die Deutsche Wohnen enteignen. Und wir engagieren uns tatkräftig, damit das auch wirklich passiert. Danke. Vielen Dank. Vielleicht noch kurzer Werbeblock. Falls jetzt jemand von euch hier ist, der auch am südlichen Kotti wohnt und sich denkt, ja, ist doch eine coole Sache, was die da vorschlagen und machen. Wir haben hier unsere Zeitung ausgelegt, es gibt eine Kontaktliste und dort gibt es eine kleine Übersicht, wo es bereits Hausverteiler gibt und wo noch nicht. Genau, sprecht uns einfach an, falls ihr auch Teil dieser Organisation werden wollt. Vielen Dank. Dankeschön, Kotti und Co. Vielen herzlichen Dank euch.